Ein frohes neues Jahr an alle. Wir haben den 1. Januar und dieses hier ist der 17. und letzte Film für die Aktienanalysen. Wer den jetzt erst sieht, es stehen bereits 16 Filme auf YouTube. Vielleicht, es müssten 40 Aktien gewesen sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Vielleicht ist da die ein oder andere für euch dabei. Die sind ja kurz-, mittel- und langfristig. Eine Position ist schon eingelaufen, das war Nike. Aber bevor ich jetzt zu Microsoft und Amazon komme, ein ganz kurzer Moment für mich. Die Ausblicke für das Jahr versuche ich jetzt am Wochenende zu machen. Das ist dann DAX, MDAX, Dow Jones, Nasdaq und Standpur. Ich hoffe, dass ich das am Wochenende schaffe. Das ist nämlich, das habe ich jetzt auch schon festgestellt, das war ziemlich zeitintensiv, das Einstellen von diesen 17 Filmen. Ich werde in diesem Jahr mehr Aktien machen. Ich bleibe beim Mittwoch beim DAX, ich mache auch am Freitag den DAX, aber ich werde auf jeden Fall mehr Aktien machen. Ich finde das schlicht und ergreifend einfacher als den Index selbst. Und ich merke das auch an den Reaktionen, dass die Leute sich mehr und mehr Aktien wünschen. Ich probiere auch diese YouTube Shorts. So wie ich das verstanden habe, sind das Filme, die gehen nur bis zu 90 Sekunden. Und wenn ich da irgendwie was ad hoc sehe, dass das und das ausbricht, also zum Beispiel der nächste Wert, auf den ich jetzt intensiver schaue, ist Puma. Die müssen aber dann über die 51 drüber gehen. Dann versuche ich, solche Shorts zu machen. Ich muss mich da mal reinfuchsen, wie das funktioniert. Seminare werde ich nach wie vor nicht geben, weil es sei denn, einer von euch findet 4, 5 Leute, mit denen er das zusammen machen will, weil ich mir eigentlich die Wochenenden versuchen will, freizuhalten. Coaching geht ganz normal weiter. Da kann ich die Zeit bestimmen und wann und wo und wie. Und das ist meistens oder fast immer einzeln, ganz selten mal zu zweit, also mit 2 Coaches. Und das macht mir nach wie vor einen Heidenspaß. Das geht auch im Januar schon ziemlich heftig weiter. Dann ein fettes Dankeschön hierfür. Das ist, das war der erste letzten Jahres. Ja. Das sind also auch schon wieder 1200 neue Folger. Da muss ich mal vorstellen, ich gebe nicht einen Cent aus für Werbung. Und das, was ich ja hier auf YouTube da bekomme, das gebe ich ja meistens weiter. In diesem Jahr auch wieder an die unter anderem an Antenne Bayern. Kam auch wieder was raus. Ich musste aber ein Mikrofon kaufen und eine Kamera. Aber ich finde es super, freut mich total. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, 100.000 Leute zu haben, weil ich versuche immer Fragen, die ihr stellt unter den Filmen, versuche ich immer möglichst zeitnah zu beantworten. Das könnte ich gar nicht bei 100.000 Leuten. Ich habe so ein insgeheimes Ziel bei 10.000, aber ich möchte es nicht so machen wie manche Kollegen, die dann irgendwie mit 5.000 Leuten anfangen, haben 2.000 Klicks und dann haben sie relativ schnell 10.000, wo auch immer die herkommen, das will ich gar nicht wissen, sind aber trotzdem bei 2.000 Klicks und brüsten sich dann, oh, ich habe 10.000 Folger, lalala. Ja, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich werde auch nie so laut werden, dass ich ein Thumbnail mache, 30% in einer Woche, 70% in einem Monat, dies und das und jenes. Das ist einfach nicht meine Art. Ja. Also diese Zahl hier, das ist, so wie ich das sehe, reine Mundpropaganda und das macht mir einen Heidenspaß. Ja, also ich freue mich da immer, wenn ich da irgendwelche Fragen beantworten kann und ich habe auch mit vielen von euch schon telefoniert, nicht nur in diesem, sondern auch in den letzten Jahren. Dann, was weitergeht, wo wir also voll in den Vorbereitungen sind, ist diese Geschichte hier. Ich gehe mal davon aus, das wird im April laufen. Ja, die meisten Leute kennt ihr hier, den Roland Ulrich, Marc Pötter, den Christopher und den Ronny, die Trading Brothers und meine Nase hängt da auch noch dran rum. Wir sind weiter dabei, das aufzubauen. Wir haben jetzt den ersten von mehreren Blöcken schon fertig und ich gehe davon aus, so Mitte, Ende April wird es losgehen. Da werde ich also meine Zeit dann in Zukunft mit verbringen. Das ist also, wir nennen das Börse im Team und es ist halt Börsenseminare, also so muss man sagen, Seminare als ganzheitliches Konzept. Dann, ich gehe in Urlaub und zwar gehe ich hier hin. Schreibt euch das gleich auf. Ihr wisst, wenn ich nicht da bin, gibt es Wolla. Vom 17. Februar bis zum, ich glaube, 17. März bin ich wieder auf Koh Samui. Ich will meine Kochausbildung weitermachen. Nicht, dass ich vorhabe, ein Restaurant aufzumachen, aber ich sehe das immer sehr gerne, wenn die Leute hierher kommen und kannst du was Thailändisches machen. Ja? Und auf dieser Seite, das ist das Infusionscooking, kann man sich dann aussuchen, was will ich denn kochen. Jetzt tendiere ich natürlich dazu, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr scharf esse. Also mein persönlicher Rekord liegt bei 1,75 Millionen Scoville
Und ich war da auch in diversen Teams drin und bei vielen Wettbewerben. Das muss man nicht immer extrem scharf machen, aber ich will einfach da besser werden. Und ich habe mir da jede Menge bei dieser Schule hier, Infusions Cooking Class Samui, habe ich mir diverse Kurse gebucht. Auf Koh Samui sind auch einige Börseninteressierte, Deutsche und Englische. Die werde ich also auch dann da treffen. Und wenn dann wieder einer zu mir kommt, dann kriegt er irgendwas von dem hier vorgesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was mir... Hier, sowas, das habe ich mir also auch. Das ist ein Salat, ja. Marinated Chicken Salad. Also das werde ich machen. Da bin ich 4 Wochen weg. Da boxt der Papst im Kottenhemd, nur dass ihr das wisst. Und ansonsten bin ich dann da. So, 4 Wochen weg. Also, dann, übrigens, darüber mache ich einen Film. Den mache ich auf Deutsch und Englisch, weil mich haben viele gefragt, wo gehst du denn hin, was machst du denn da? Aber jetzt schauen wir uns mal die Microsoft an. So, wie üblich erstmal zu den Terminen. Und der nächste ist auch in der letzten Januarwoche, wie die meisten vorgenannten Werte auch, Bericht vom Quartal 2, 31.01. Was ich interessant fand, wenn man hier runterrollt, ist zum Beispiel die Veränderung des KGVs in den letzten Jahren. Hier von 250 auf 23 nach 38,8. Also die kommen, so wie ich das finde, in den Bereich der fairen Bewertung. Hier waren sie genau genommen eigentlich zu teuer, auch wenn sie natürlich viel gestiegen sind. Aber bewertungstechnisch fand ich sie hier zu hoch. Die haben natürlich eine riesen Story. Das ist KI und die powern jetzt das iPhones und Macs mit ChatGPT und wie das alles heißt. Und das ist natürlich, das ist ein Riesenmarkt für die. Das ist ganz gewaltig. Ich habe eine Analyse gefunden, die ist von der Bank of America, die sagt 430. Also ich denke mal, die sind hier oben irgendwo Ende Gelände. Eine Riesenbewegung über Jahre, auch mit kurzen Korrekturen hier oder auch da. Aber die sind vom Monatssicht her, sehen die besser aus als die vorgenannten Werte, muss ich wirklich sagen. Sowohl über den Oszillator als auch über den Trendfolger. Da habe ich auf Monatssicht nichts zu meckern. Auf die zwei kleinen Pfeile komme ich gleich ein. Das ist wirklich große, der große Support ist der hier, der ist weit weg bei 215. Das sehe ich jetzt erstmal nicht, dass sie da hingehen. Auf Wochensicht. Man kann, ich empfehle das immer, wenn man immer nur vom Tageschart sitzt, dann sieht man das größere Bild nicht. Jetzt nehmen wir mal das hier. Sagen wir, ich ziehe mal von dieser letzten größeren Bewegung hier einfach mal die Fibos hoch. Dann war das eine perfekte Punktlandung auf das 38er. Hier im Ende September und Oktober. Perfekt. Auf sowas immer mal wieder schauen, sich die 2 Minuten Zeit nehmen, die einfach mal zu ziehen, um dann zu gucken, was passiert ist. Die sind sehr schön gestiegen von 219. Wann war denn das hier? Das war im Januar letzten Jahres. Ich muss mal aufpassen, letzten Jahres. Hier bis in Mitte diesen Jahres, also letzten Jahres, am 17.07. Und von da aus nur eine 38% Korrektur. Das ist super. Außerdem haben sie dann auch hier so einen Doppelboden gemacht. Und wirklich besser gingen sie mit Überbieten von diesem Punkt. Einmal noch drüber und runter, aber dann beim nächsten Mal, das war die Woche vom 30.10., fett drüber. 341, das sind dann auch nochmal rund 40 Dollar gewesen. Auch von der Woche her sind sie hoch, ein bisschen weicher, das kommt durch diese Seitwärtsbewegung hier, aber sind auch über den Oszillator noch positiv. Ich kann da im Moment noch nicht viel meckern, muss ich ganz klar sagen. Und jetzt auf den Tag gekommen. Man konnte es eben schon in der Woche sehen. Hier ist eine Unterstützung bei 309. Und die nächste, sehr nah, daran orientiere ich mich auch mit den Scheinen, ist hier bei 363. Die haben es geschafft, diese überkaufte Zone hier von 340 bis hoch zu 384 da mit einer Seitwärtsbewegung komplett abzubauen. Das ist gut, so steigen Kurse vertrauenswürdig, sagen wir es mal so. Die reisen dann nicht 30% hoch oder fallen 40% runter, sondern an und für sich sehr stabil, heimlich, still und leise. So ein bisschen mit, wie kann ich das vergleichen? SAP war auch so ein Ding. Ja, heimlich, still und leise, jeden Tag ein bisschen, nie unter den ersten 5 Werten im DAX oder Eurostox gewesen oder nur ganz, ganz selten. Von der Tagessicht her, finde ich, sind sie ganz leicht überkauft. Aber nochmal, verglichen mit den Werten wie Meta, Tesla, Netflix, Nvidia,
wo ich durchaus bereit bin, jetzt meine ersten Putzer zu kaufen, die ein bisschen weiter aus dem Geld liegen. Hier noch nicht, hier mache ich das nicht. Das ist, die liegen super stabil. Und wir haben halt mit diesem iPhone-Bepowering, nennen es mal so, wirklich einen schönen Markt. Ich habe mir folgende Scheine ausgesucht. Und zwar einmal einen Call, da war die UBS sowohl in Calls als auch in den Puts am besten, Basis 355, da sind wir hier drunter. Den habe ich jetzt schon auf der Watchlist. Den werde ich aber erst kaufen, wenn wir ein neues All-Time-High machen, über 384 unterschließen. Jetzt im Moment ist das hier so, ihr seht auch, wie eng die Bänder sind, ist das hier so ein Seitwärtsgedöne. Das muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen finden. Ja, das ist aber ganz klar nach so einer Bewegung. Dann habe ich als Put einen 394er, der liegt hier hinter, der liegt da. Den bin ich aber auch erst dann, auch kommt auch auf die Watchlist, den bin ich erst dann bereit zu machen, wenn wir unterhalb von diesem Punkt hier bei 363 stehen und schließen. Vorher noch nicht. Dann sind es 30 Punkte weg. Im Moment hat er einen 18er Hebel. Der wird dann vielleicht, müsste sein, ungefähr bei 11,5, 12 müsste der dann sein. Aber ich muss, das ist das Verkaufssignal, das ist das Kaufsignal. Da muss ich jetzt erstmal abwarten. Ich bin nicht bereit, nochmal verglichen mit den vorangegangenen Werten, jetzt hier schon irgendwelche Puts zu kaufen. Dafür liegen die mir einfach zu stabil. Und hier sind jetzt die Amazing Amazon. Als Termin habe ich ja auch fast letzte Woche Januar, wie alle anderen auch, am 1.2. den Jahresabschluss. Was ich herausgefunden habe, ist, dass JP Morgan sieht sie zusammen mit Alphabet als Top-Pick. Ja. Was mir auffällt, ist, die sind verglichen mit den anderen, Netflix war eine Ausnahme, noch ziemlich weit weg von ihrem All-Time-High. Das sind ja noch $30. Und das ist schon relativ viel. Das ist das, das war, wann war denn das? Das war am 1.7.21 bestätigt mit Doppeltop am 1.11.21. Schöne Bewegung, gar keine Frage. Im Zuge der Gesamtmarktbewegung mitgelaufen. Von der Technik her immer noch okay auf Monatssicht. Gibt es nirgendwo irgendwie echt was zu meckern. Hängt am oberen Band. Von der Woche her ist also auffallend, ich sage das sehr gerne, guckt ab und zu mal auf die Woche, dann fallen solche Dinger auf. Aus dem Band raus und mit einem hammerartigen Kerze in das Band wieder rein. Das sind Ausschüttler und dann wieder gleich reingekauft. Das ist im Tageschart gut, ja, das ist im Wochenchart gut, im Monatschart auch, da guckt man natürlich nicht allzu oft drauf. Aber ab und zu mal auf die Woche zu schauen, ist gar nicht so verkehrt. Wir werden etwas weicher über die Woche. Das ist jetzt gerade hier dem letzten Monat da geschuldet, im Dezember. Wir werden hier etwas weicher, würde ich so hastigen, aber es ist noch kein griffiges Verkaufssignal und wir werden weicher über den Trendfolger. Finde ich jetzt im Moment erstmal nicht so prickelnd, zumindest nicht so gut wie die Microsoft von eben. Das ist der Tag, hier wird es bestätigt. Verkaufssignal über die Stochastik, Verkaufssignal, traditionelle und moderne Sichtweise über das MACD. Also da rechne ich einfach mal damit, dass sie irgendwo nochmal in diesen Bereich hereingehen, 140, 145. Je nachdem, wie schnell das geht, aber das darf mir hier erstmal nicht gefallen. Wir haben hier eine sehr schöne Unterstützung bei rund 140, die kommt von hier hinten, vom 10.11. So habe ich mir jetzt auch die Scheine ausgesucht. Und zwar ein Call, packe ich auf die Watchliste, gucke ich mir aber erst dann genauer an, wenn wir irgendwo hier unten sind, irgendwo zwischen 100, sagen wir 140 und 147, dann gucke ich mir diesen Schein an, das ist ein 136er, 136,77, dann gucke ich mir den an. Vorher nehme ich ihn einfach nur mal auf die Watchlist, ich möchte gerne schauen, wie schnell sich das jetzt hier alles abbaut. Als Put habe ich einen 170, der ist außerhalb dieses Charts hier, der ist hier oben. Also gerade bei Amazon möchte ich nicht hier irgendwie ein 160er oder 162er, da möchte ich schon mal ein bisschen weg, weil die springen ja auch manchmal ziemlich heftig rum, aber ich habe ja diesen 170er 85. Natürlich kann man den jetzt schon probieren, ich werde das nicht machen, für mich sind die Verkaufssignale nicht so deutlich, wie ich die Schwächen habe bei den Meta, Tesla, Netflix, Nvidia. Muss ich noch ein bisschen warten, zwingt mir momentan noch keine Entscheidung auf, aber gerade jetzt mal verglichen mit Microsoft, weil die im Film drin sind, finde ich die nicht so gut. Also Microsoft liegt von allen genannten amerikanischen Aktien eigentlich am stabilsten, muss ich wirklich so sagen.
So, das war der 17. Film. Wir haben 40 Aktien hinter uns. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.